Morgen zusammen. Wir von drei unterwegs haben auf vielfachen Wunsch von unserem Instagram-Account einfach mal uns entschlossen, jetzt heute eine kleine Roomtour zu drehen von unserem Anton. Er steht glücklicherweise bei uns im Hof. Wir können jeden Tag rein, können auch am Wochenende mal übernachten bei uns im Hof, was ja ein bisschen Abwechslung bringt, weil unserem Kleinen fällt eigentlich auch schon die Decke auf den Kopf. Der weiß nicht mehr, was er machen soll. Wir spielen zwar viel mit ihm und ja, was ist halt einfach auch gerade eine blöde Zeit für alle und haben wir einfach gedacht, wir drehen jetzt ein kleines YouTube-Video und stellen mal unseren Anton ein bisschen vor und hoffen uns auch vielleicht ein paar kleine Anregungen von euch zu bekommen, was ihr so verändert habt in eurem Kastenwagen. Und ja, wir starten jetzt einfach mal unsere kleine Tour durch unseren Anton und zeigen euch schon, was wir verbessert haben oder was wir eingebaut bekommen haben von unserem Händler. Und ja, wir freuen uns drauf. Wir starten jetzt einfach mal unsere Roomtour mit unserem Cockpit vorne, wo ich eigentlich gern bin und gern fahre. Weil es echt super schön zu fahren, so ein Kastenwagen, hätte ich niemals gedacht, aber es macht echt hell viel Spaß. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir vorne drin haben an Navi und ja, kommt einfach mit. So, dann beginnen wir mal mit unserem Cockpit. Wir haben uns für das große Elfenradio entschieden, weil es einfach, ja, es ist halt schön groß und cool und man kann auch sehr viel gucken. Was ich halt auch echt cool finde, ist unser kleiner Knopf hier, wenn ihr ihn sehen könnt, mit Radio on/off. Ich drücke ihn jetzt einfach, ohne dass ein Schlüssel in der Zündung ist. Ja, und wie ihr seht, es geht an. Das ist genial. Man muss keinen Zündschlüssel reinstecken, man kann einfach den Knopf drücken und das Elpa geht an. Und ja, ich finde es geniale Sache. Ich finde das Navi auch echt genial, leicht zu bedienen. Wo wir große Probleme haben, ist leider Gottes mit unserem Update, weil wir leider nur Mac-Rechner haben. Und ja, vielleicht hat einer einen kleinen Tipp, kann gerne in die Kommentare schreiben, wie wir unser Navi dann aktualisieren können über den USB-Stick. Wir sind echt dankbar für jeden Tipp. Dann haben wir uns auch noch als Camping-Neulinge bei Van for Fan diese schöne Karte bestellt. Einfach ja, Strom, Auffahrkeile, Antenne, ob alles zu ist und ja. Findest du coole Sache, es war für einen guten Zweck. Und ja, ich finde es genial. Ansonsten haben wir jetzt groß noch nichts verändert bei uns im Cockpit. Ja, haben USB vorne. Und 12 Volt für den kleinen Fernseher von unserem Kleinen, dass er, wenn wir längere Fahrten haben, dass er einfach ein bisschen gut unterhalten ist. Und ja, wie ihr seht, noch nicht viel gemacht worden. Aber es wird alles noch kommen. So, dann machen wir noch eine kleine Aufnahme von unserer Dinette. Ich nenne es auch gern Wohnzimmer. Hier seht ihr einen Anton. Er fährt auf jeder Fahrt mit. Er ist immer dabei. Deswegen heißt der Anton auch Anton, weil er immer mit uns mitfährt. Hier haben wir noch eine kleine Leiste hingemacht von unserem ersten Ausflug mit den Bildern. Ja, wir waren im Elsass, war schön, viele Burgen gesehen, tolles Wetter gehabt. Echt zu empfehlen, das Elsass. Und das allererste, was sich unser Kleiner gekauft hat, war diese schöne Blume für den Tisch, damit er einfach ja ein bisschen heimisch ist. Es wird noch mehr kommen, aber im Moment ja, langt es uns erstmal und ja. Was wir auch gleich gemacht haben, als allererstes eigentlich, war unser Namaste-Schild in den Kastenwagen zu hängen, wo wir uns vor 2 Jahren, nee, letztes Jahr war es, auf Ibiza gekauft haben, auf dem Hippie-Markt. Wir sind große Ibiza-Fans und wollen auch mal mit unserem Kasten nach Ibiza, weil es ist eine sehr tolle Insel, eine schöne Insel und für Naturliebhaber wirklich toll, mal rüber zu fahren. Wir gehen auch viel wandern auf der Insel, ist echt toll dort. Und ja, gehen wir mal weiter in unsere Küche. Küche haben wir auch schon ein bisschen die Schubladen eingeräumt. Hier oben das Geschirr. Haben auch überall die rutschhemmende Matte unten reingemacht, damit es einfach nicht so scheppert während der Fahrt und das Geschirr da liegen bleibt, wo es liegen sollte.
Ja, in der nächsten Schublade haben wir dann ja unsere Utensilien wie Teller, Kaffee und unsere tollen Tassen. Die zeige ich euch gerade. Hat mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt. Fand ich echt super von Wir drei unterwegs Logo. Ja, sind toll. Und ja, macht Spaß draus zu trinken. Ist echt super. Habe mich auch riesig gefreut damals. So, wieder zu. So, und hier noch der Rest. Noch nicht ganz eingeräumt. Hier unten steht unsere French Press. Macht echt einen super Kaffee. Und wie gesagt, ja. Entschuldigt, wenn es ein bisschen ruckelig ist. Aber ich bin nicht so der gelernte YouTuber. Und ja, ich mach's einfach auch nur, damit es uns, ja. Damit uns einfach nicht die Decke da einmal auf den Kopf fällt. So, da komme ich auch schon zu meiner ersten Frage vom Kochfeld. Habe ich jetzt in vielen YouTube-Videos gesehen. Und zwar sollen ja gerne diese kleinen Plastikboppel hier kaputt gehen. Und ja, wo bestellt ihr sie? Wo kriege ich sie her? Bis jetzt ist noch keiner kaputt. Wir haben schon fleißig gekocht und alles im Camper. Aber wie gesagt, ja, ich habe schon in vielen YouTube-Videos gesehen, dass sie gerne kaputt gehen. Und ja, ich wäre über Tipps dankbar. Einfach in die Kommentare unten reinschreiben, wo ihr die Sachen bestellt. Ja, letzte Woche habe ich auch diese schönen Aufkleber vom Kochfeld oben runter gemacht, weil ja, gefällt mir einfach nicht so blöd aus. Deswegen habe ich sie runter gemacht. Ja, ansonsten kennt ihr alles. Der kleine Tisch zum Hochklappen ist eine tolle Sache. Gerade wenn man viel schnippeln muss, passt es. Ansonsten schnippeln wir dann drüben, wenn wir unseren Tisch ausklappen, weil wir ja den ausklappbaren Tisch haben, weil wir zu dritt sind. Und ja. Passt eigentlich soweit alles. Dann gehen wir ins Bad. Das allererste, was wir gemacht haben, wo wir unseren Kasten mal geholt haben, war dieser kleine Boppel hier drauf machen. Ja, Aki hat uns den Tipp gegeben. Einfach, wenn die Tür aufgeht, dass sie nicht gegen die Möbel schlägt. Und von dem her einfach eine kleine, einfache Lösung, aber echt genial. So, dann gehen wir ins Badezimmer. Meine Frau wollte unbedingt eigentlich ein, ja, ein geschlossenes Badezimmer haben, weil, ja, Raumbad war uns einfach nicht so, wollten wir nicht beide und deswegen haben wir uns auch für den Two-Wim Plus entschieden, weil wir das Bad halt echt riesig finden. Und ja, ich mache mal das Licht an. So, und wenn ich jetzt reingehe, es ist echt, man hat viel Platz. Wie ihr seht, sitze ich jetzt. Ja, man hat echt super viel Platz, mal dann die Tür zu machen. Es ist ein tolles, großes Bad. Vorhang hängt noch da, wo er hängt, weil wir eigentlich, ja, wir waren erst dreimal auf Tour und waren noch nicht duschen jetzt im Kastenwagen, was wir auf jeden Fall machen werden. Unser Kleiner liebt das Bad. Und es ist schön groß und geräumig. Ich finde es echt super von der Stehhöhe. Passt alles. Ja, wir haben auch schon die Haken hingemacht für die Handtücher. Ich hoffe, sie heben jetzt, weil alles andere ist bis jetzt immer abgeflogen. Wir haben sie auch noch geklebt mit doppelseitigem Klebeband, wo man auch danach wieder abziehen kann. Ja, bis jetzt heben sie noch. Ich hoffe, sie heben auch weiter und sie fallen uns nicht wie die ersten Male mit dem anderen Band gleich wieder nach einem Tag runter. Wir warten jetzt einfach mal ab. So, hier ist unser kleiner Kleiderschrank, den wir haben. Ich habe ihn umfunktioniert mit einer Schubladenbox. Tiro bleibt natürlich nicht auf, wenn wir leicht schräg stehen. Und ja, ich finde es genial. Das ist eine kleine Box, wo wir alles drin haben an Zubehör. Und ja, wir lassen es jetzt erstmal so. Wir werden wahrscheinlich noch viel verändern, bis wir alles raus haben, wie und was und wo. Und bis jetzt gefällt es uns. Wir lassen es jetzt erstmal so. Dann hier unser Schlafraum. Wir sind Querschläfer. Wir haben genug Platz. Es ist genial, unsere kleine Lichterkette da hinten. Wir finden es gemütlich und ja, wie gesagt, wir haben genug Platz. Schränke sind groß genug. Natürlich liegt jetzt hier wieder eine Decke drin. Machen wir sie mal auf die Seite, dass es schöner aussieht. Ja, es ist genug Platz hier für uns drei. Passt alles. Hier habe ich überall auch rutschhemmende Matten reingemacht. Da liegt ja dann einfach auch, wenn da was liegt, dass es nicht die ganze Zeit durch die Gegend fliegt, weil es ist echt nervig dann.
Und ja, wie gesagt, hier noch diese kleinen USB-Anschlüsse, dass wir die Handys laden können nachts. Oder auch gleich mal, wenn der Captain früh schlafen geht, dass wir noch ein bisschen da hinten sitzen können und quatschen. Und ja, einfach so, wie wir es bis jetzt eingerichtet haben, mit der schönen Decke hier, die eigentlich auch schön reinpasst, den Kastenwagen. Ja. Hier unten beim Einstieg ins Bett haben wir uns einfach entschieden, so einen kleinen Bock zu holen. Das ist gut beim Pössl hier. Kann man da unten reinlegen und dann Kühlschrank, ist genug Platz. Aufklappen, zack. Und dann können wir schön ins Bett steigen, weil ja, mit diesem kleinen Tritt hier ist es nicht wirklich so einfach. Meistens schaffe ich es nicht mit meinen großen Füßen. Aber wie gesagt, der kleine Tritt ist genial. Zack, zusammenklappen und wieder drunter. Hier bei den Brettern. Sie wackeln jetzt nicht mehr, weil sie einfach in der Schiene drin waren. Hab ich hin, bin ich halt einfach hin und habe dann mit so, ja, kenne ich noch von der Arbeit, so Kompriband, wo man für alte Fenster nimmt zum Abdichten, einfach dahinter geklebt, denn jetzt wackeln sie auch nicht mehr und ja, scheppern nicht mehr. Macht dann einfach auch, ist einfach während der Fahrt dann einfach auch schöner. Ja, hier sieht ihr unsere Bordcomputer. Wir haben noch eine Solaranlage auf dem Dach, weil wir einfach auch mal 2 bis 3 Tage freistehen wollten. Ja, muss ich euch nicht erklären, kennt ihr alles. Kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus wie wir und ja, wie gesagt, muss ich euch nicht erklären, könnt ihr alles. Eben Solarpaneele auf dem Dach und ja, passt eigentlich alles sonst. Im Fahrerhaus haben wir dann einfach auch für einen Camp Sleep entschieden. Wir machen es vorne rein. Der kleine Captain freut sich immer, wenn er vorne schlafen darf. Ich sage ihm dann immer, er kann dann auf uns aufpassen, weil er stand der Chef da vorne. Ja, es ist schnell aufzubauen und auch schnell versorgt. Und wir hätten zwar die Möglichkeit, hier unsere Dinette umzubauen und dann hier noch das dritte Bett, aber dann bist du einfach eingeschränkt und hast dann auch keinen Platz mehr und musst immer wieder alles umbauen. Und vorne kann man es dann einfach mal, ja, einfach mal liegen lassen und du kannst hier noch sitzen. Alles ist einfach perfekt. Und wie gesagt, unser Captain Marx, er liegt gern vorne. Er ist dann der Chef. Er passt auf uns auf. Ja, und wie gesagt, bis jetzt ist er noch nicht an die Hupe gekommen oder an die Warnblinkanlage. Es passt eigentlich von dem her allem. Ja, er freut sich immer, wenn ich aufbaue. Und so wie er am Abend schlafen geht, so wacht er auch morgen auf. Also er hat echt einen super tollen Schlaf da vorne drinne. Und wie gesagt, wir fanden die Lösung toll. Wir werden es auch weiter so behalten. Jetzt auch gerade im Schlafbereich hier, ja, würde ich mich jetzt zum Beispiel auch über Tipps freuen. Also wenn wir schlafen, schlafen wir meistens mit den Füßen zum Fenster hin. Oder auch mal andersrum. Aber du hast bei beiden ja, Schlafmöglichkeiten hast du einfach immer das Problem, wenn es zum Beispiel das Plissé unten ist, habe ich halt immer Angst, dass ich mit meinen Füßen oder mit meinem Kopf gegen das Plissé komme. Und ja, es ist anfällig, es kann schnell kaputt gehen, denke ich mal. Und ich habe jetzt auch schon in vielen Videos gesehen, dass da so ein kleiner Schutz davor ist. Und ja, wenn ihr mir den Tipp oder wo ihr die her habt oder wie oder was ihr da für Lösungen habt, könnt es gerne runter in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, weil ja, ich habe jetzt in den nächsten Wochen genug Zeit. Kann man sich da was vielleicht basteln oder ja, einfach mal auf eure Kommentare gucken und was ihr für Lösungen habt. Würde mich freuen. Ja, da wir den Modell 2020 haben, finde ich es echt cool hier mit dem Soft Close. Keine Tür knallen, nichts. Es ist schön angenehm. Die Tür geht schön ruhig zu, zieht sich von alleine zu. Ja, wir finden es genial. Gerade wenn wir mal jetzt unterwegs sind und draußen sitzen und der Kleine pennt, dann macht man die Tür einfach zu, ohne dass es laut wird. Finde ich genial. Auch hier noch unsere kleine schöne Einkaufstasche. Wir haben eigentlich meistens, benutzen wir ihn. Ja, als schnellen Mülleimer, Tüte rein, fertig, Schluss aus.
passt alles. Ja. Ja, auch hier überlegen wir uns vorne noch, ob wir jetzt vielleicht auch eine Gardinenstange hier anbringen und dann einfach Vorhänge hinmachen. Aber ich weiß es nicht, ob das was bringt, weil unser Kleiner schläft vorne, ob man die Vorhänge dann länger macht und einfach nur vorne drüber legt. Ich weiß es nicht, wie ist es bei euch? Fahren bei euch Kinder mit? Schlafen sie vorne? Habt ihr vielleicht auch so, ja, so ein bisschen festere Gardinen drinne? Ich weiß es nicht. Auch da wären wir über Tipps dankbar. Sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, weil ja, wie ihr wisst, wenn die Bläsés vorne zu sind, dann hast du einfach am Morgen dann auch das Schwitzwasser ohne Ende da vorne drinne. Ja, wir sind noch mal überlegen, ob wir jetzt uns die Stange holen oder nicht. Hinten werden wir es auf jeden Fall machen. Aber hier vorne wissen wir es einfach noch nicht, ob wir dann die Vorhänge länger lassen sollen und über das Armaturenbrett werfen. Ja, es ist noch so eine, ja, unschlüssige Sache. Wir überlegen es uns noch und werden uns auch hier über Tipps von euch freuen, wie ihr das handhabt, mit Kindern, ohne Kinder. Ja, einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Ja, das war jetzt unsere kleine Rundtour durch unseren Landtag. Wir hätten euch noch ein bisschen mehr gezeigt. Wir haben auch noch einen Termin gehabt in den Lörrach beim Reisemobilcenter für die Alarmanlage. Aber auch diese Termine haben wir jetzt verschoben, bis auf weiteres. Weil es für uns auch wirklich schwer ist, irgendwo hinzukommen, weil wir auch an der Schweizer Grenze wohnen. Und es ist gerade nicht einfach, irgendwo hinzufahren, weil ihr wisst, die Grenzen sind zu. Und auch zu unserem Händler können wir leider Gottes im Moment nicht so leicht fahren, weil wir den schnellsten Weg über die Schweiz haben. Aber auch das schaffen wir nicht. Weil, ja, wie gesagt, unsere Markise fehlt noch. Wo wir noch dran bekommen von Thule. Aber wie gesagt, das sind jetzt so Kleinigkeiten, da müssen wir einfach warten. Und wir warten da auch gerne. Und die Zeit wird wieder kommen, wo wir dann auch wieder unterwegs sind und dann euch einfach schöne Videos zeigen können, wo wir überall waren. Ja, wie gesagt, das war unsere kleine Rundtour. Wenn es ein bisschen wackelig war, ich bin nicht so der YouTuber. Das ist auch meine erste Rundtour und ja, macht's gut, wir sehen uns.